Was geht ab, ihr Zocker? Wir sprechen heute in einem Guide über das ikonischste Pokémon aus der ersten Generation. Es ist wirklich sehr beliebt, also da kann selbst Justin Bieber und Pac-Man nicht mithalten. Und wir reden heute natürlich über Glurak. Ach, und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ist erstens kostenlos und wer möchte schon gerne was Kostenloses nicht einfach mitnehmen? Fangen wir jetzt mal mit den Eckdaten von Glurak an. Glurak gehört zur Allrounder-Klasse, das heißt, der ist wie so ein Hausmeister. Der kann von allem irgendwie etwas, aber nichts wirklich gut oder nicht wirklich richtig, je nachdem, wie man es sich auslegt. Er hat eine Offense von 3,5, eine Ausdauer von 3, Mobilität von 2,5, ein Scoring von 3 und Support von einem halben Stern. Okay, das kann man verstehen, obwohl ich hätte eingegeben mit der Verbrennung. Aber ich bin ja nicht Entwickler, also wollen wir das mal so lassen. Glurak gehört zu der Klassifizierung der Angriffsklasse. Das bedeutet, er hat nur einen Attack-Wert, der Spezial Attack-Wert, den könnt ihr so ein bisschen ignorieren. Es tut nichts zur Sache. Nur der Boost-Attack ist eine Spezialattacke. Zu den Kosten, er kostet 6000 Aeos-Coins und 345 Gems, was... Ach, 9 Euro entspricht. Also bitte, das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. Na, warum kann man da nicht einfach für 5 Euro ein Pokémon machen? Gerade so ein beliebtes, der würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Wenn wir jetzt von links nach rechts gucken, fangen wir als Glumanda an, also wirklich als dieser kleine Lurch auf Level 1, werden dann zu einer coolen Echse mit einem richtig geilen Feuerschwanz. Hey, hört auf, pervers hier zu denken, ja? Und auf Level 9 bekommen wir natürlich dann unser geiles Glurak raus. Und ich freue mich da schon drauf, jetzt auf die Moves einzugehen. Wenn wir auf Level 1 und Level 3 anfangen, fangen wir mit Flame Burst und Fire Spin an. Mit dem Flame Burst können wir uns selber im Endeffekt ein bisschen schneller machen. Und mit dem Fire Spin verlangsamen wir die Gegner. Plus wir machen natürlich Damage, wenn er so weiterhin in dieser kleinen Flamme bleibt. Erreichen wir Level 5, können wir uns zwischen Fire Punch und Flamethrower entscheiden. Der Flammenwurf im Endeffekt, der sorgt für Damage, der über die Zeit passiert und macht massiveren Damage. Der Fire Punch ist aber ein Dash, der uns dann im Endeffekt hilft, weiter an den Gegner dran zu chasen, den Finishing Punch zu geben, in den Feuersturm zu schlagen. Sucht es euch aus. Wenn wir den Flamethrower auf Plus upgraden, dann macht dieser Move erstmal mehr Damage und die Verbrennung macht mehr Damage, wenn die auf dem Gegner drauf ist. Und wenn wir den Fire Punch auf Plus bringen, dann reduziert sich der Cooldown für jeden Auto-Hit, den wir treffen. Also das heißt, wir haben echt einen geilen Dash, den wir sehr schnell wieder Zugriff bekommen, wenn wir gut unsere Auto-Attacks hitten. Wie gesagt, persönliche Präferenz, bei den Angriffen können wir wirklich nicht viel falsch machen. Jetzt kommen wir zur schöneren Version und das ist, Glurak ist so eines der Pokémon, da kannst du nichts falsch machen, egal welche Attacke du nimmst, du musst nur deinen persönlichen Stil nehmen. Entweder man spielt einen Double Dash mit Flare Blitz und Fire Punch, man kann natürlich auch den Fire Blast mit dem Fire Punch kombinieren und die Gegner da weiter reinhauen, um mehr Damage rauszudrücken. Mit dem Flare Blitz kann man sich selber retten oder einen größeren Damage machen, Schild auf Auto-Hits gehen und so wieder den Fire Punch erhöhen oder man kann dann halt mit dem Flamethrower nacherledigen, wenn man genug Damage hat. Es ist also wirklich eine geile Kombination. Jetzt müssen wir natürlich die Attacken noch benennen. Fire Blast macht praktisch gesehen die größere Version vom Fire Spin. Ist aber auch mega geil, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir natürlich mit Fire Blast Plus mehr Damage. Und beim Flare Blitz haben wir natürlich einen super geilen Dash, der den Gegner dann noch verlangsamen kann, wenn er Flare Blitz Plus ist. Ist er nur in der normalen Stufe, dann kriegen wir einfach ein Schild. Ist doch super gemacht, gefällt mir richtig gut. Jetzt kommen wir noch zum Unite Move, dem Seismic Slam bzw. dem Geowurf. Oder wenn wir dann sagen, wir starten den Move, dann gehen wir erstmal in unseren Smaug-Modus. Ja, das ist schon geil, also gefällt mir richtig gut. Das heißt, ich würde erstmal ein bisschen Feuer speien, die Gegner vorschwächen und den Schwächsten würde ich mir dann mit dem Geowurf packen und dann finishen. Mega geiler Move, Glurak lebt von diesem Move. Das ist so sein Trademark-Manöver, würde ich mal behaupten. Und man sieht, Glurak hat einfach keine scheiß Moves, also in meinen Augen. Seit dem Patch richtig geil zu spielen, kann ich dann wirklich nur empfehlen. Und jetzt ist die Frage, was für Items spielen wir noch drauf? Bei den Items, Glurak kann man nämlich mit einer Scope-Linse spielen, weil Glurak funktioniert wie ein Saiyajin, also wer sich mit Dragon Ball auskennt, weiß, was ich meine. Wenn Glurak nahe des Todes ist, also wenig Lebenspunkte hat, dann wird seine Critical Hit Rate erhöht. Das bedeutet, er macht eher Crit-Schaden. Mit Scope-Linse können wir das noch verstärken. Deswegen eines der wenigen Pokémon, das man wirklich mit Scope-Linse zocken sollte. Das Muskelband, sowieso mega geil. Man kann seinen Damage erhöhen, man erhöht die normale Attacke und man kann nochmal seinen Attack-Speed erhöhen. Jetzt kommen wir natürlich zu etwas, was ich ja eben noch gesagt habe. Glurak lebt ja von seiner Ulti. Und das beste Item dafür ist der Energy Amplifier. Nach dem Unite-Move können wir erstmal unseren Damage schön erhöhen. 14%. Das Schöne ist, es steht nicht Attack oder Special Attack. Das bedeutet also, jeder normale Auto-Hit wird stärker, der nächste Move wird stärker, richtig schön. So können wir auch im Endeffekt unseren Unite-Move schneller bekommen und den Cooldown von unseren normalen Moves runter reduzieren. Ist auf jeden Fall mega geil. Wenn ich noch zwei Items aussuchen dürfte, die ich spielen würde, wären das noch das Fokusband. Dadurch können wir die Defense ein bisschen erhöhen und wenn wir an Low Life Points sind, kriegen wir ja immer einen kleinen Teil wieder und bleiben in dieser Critical Hit Rate, bleiben aber länger am Leben. Das könnte manchmal den ein oder anderen Unterschied machen mit unseren Auto-Attacks, um den Gegner wirklich zu finishen.
Ist auf jeden Fall geil gemacht. Die Buddy Barrier wäre ja ganz gut. Damit können wir dann unseren Teammate beschützen. Wie gesagt, Lurak kommt von seiner Ulti. Oder wir könnten natürlich noch das Attack Weight spielen. Plus 6 kriege ich jetzt momentan und dann plus 9 bei einem Score. Also damit können wir dann richtig den Schaden hochdrücken. Die Assault Weste könnten wir spielen. Ist so aber nur das Non... Also für mich nicht so das Non-Plus-Ultra-Item. Da klar, wir kriegen ein Schild von den HP. Lurak ist aber so dieser Allrounder-Typ. Ich würde eher auf die eben genannten zurückgreifen. Wenn ich mir eine Lane aussuchen dürfte, wo ich Lurak spielen würde, würde ich immer die Bottom-Lane nehmen. Da passt er am besten rein. Jungler, jein. Mit dem Red Buff, klar, kann er was ausrichten. Ich würde aber euch wirklich empfehlen, XP-Lane. Da ist er am stärksten. Er braucht es natürlich auch, um mit einem Lucario competen zu können gegen Macholo. Hängt es dann immer davon ab, wer dann halt schneller entwickelt, schneller an seine Moves kommt. Ich würde euch dann noch empfehlen, den Red Buff zu besorgen. Gerade mit Feuersturm. Richtig geile Combo. Ihr macht den Gegner langsamer, geht dem so richtig auf die Nüsse. Wenn ihr dann noch mit einem Fire Punch oder einem Flamethrower hinterher chased, ja, gute Nacht, Alter. Wenn nicht, holt der Supporter sich den. So, was könnt ihr jetzt zu Glurak sagen? Ich persönlich sage, könnt ihr ihn euch holen für die Coins, für Echtgeld. Würde ich mir dann eher einen Lucario kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, Lucario sehe ich ein bisschen besser als Glurak, aber eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich sag dann jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß darin, eure Gegner zu verbrennen.